Matchday, endlich ist es wieder soweit. Das erste Testspiel im Jahr 2024. Will gar nicht so viel erzählen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut mir bitte den Gefallen, immer den Daumen nach oben und wir gehen direkt rein ins Spiel. So, wir starten von rechts nach links in Blau, spielen hier schön über die Seite, Ball quer hochgelegt, nochmal abgelegt, nochmal abgelegt. Auf Andi, kurze Körpertäuschung, Schuss versucht, der wurde geblockt, legt links auf mich raus, ich ziehe ab, aber viel zu weit vom Tor weg. Aufbau über Wolle. Langes Ding nach vorne, Kevin läuft durch, legt den Ball quer auf Leo. Na, ein bisschen verzögert. Spielt nochmal auf Kevin, der dreht sich. Ja, leicht versprungen, nochmal hoch auf Andy. Der chippt den Ball rein. Kevin nimmt ihn an, will durchstecken, aber der Abwehrspieler hin. Klärt den Ball und dann Roland mit einem Foul. Einwurf, ich auf Leo. Der spielt durch auf Maxi. Ball hochlegen. Nein, da kommt leider keiner dran. Toto über rechts auf Marcio, nochmal zurück in die Mitte klatschen lassen. Ich möchte den Ball haben. Da bekomme ich ihn dann auch. Kurze Täuschung, dran vorbeigegangen. Spiel auf Andy. Haken, wieder zurück auf mich. Und nochmal ganz neu aufbauen. Jetzt die Flanke, kommt nicht an, Befreiungsschlag, langes Ding, wir sind alle aufgerückt. 2 gegen 2, nochmal quergelegt, da steht es 1-0. Den zimmert er gut oben ins Eck, muss man sagen, haben wir gepennt, komplett. Jetzt treibe ich den Ball an, lass den ersten stehen. Den zweiten auch. Flanke. Aber das war eine schlechte Flanke. Muss ich besser machen. So, Niklas auf Roland. Der spielt nochmal auf Niklas. Hintenrum Toto. Roland setzt sich gut durch. Geht die Linie entlang. Hochgelegt. Leo dreht sich. Und schiebt zum 1-1 ein. Schöner Angriff. Oh, Roland hier links raus auf Maxi. Der geht die Meter. Guckt, spielt hoch, aber da ist wieder keiner von uns. Ja, wir stellen aber zu. Roland erobert den Ball wieder. Oder klärt den Ball. So, jetzt wieder schön von Leo links raus. Bisschen zögerlich, weiß nicht wohin. Ich komme, spielt den Ball hoch. Wieder raus auf Maxi. Flanke, aber geblockt und Ecke. Die kommt jetzt. Wollte ich reindrehen, Torwart ein bisschen aufgepasst. Schade. Nächster Versuch. Jetzt etwas länger. Torwart springt durch, aber von uns leider wieder keiner da. Und dann passiert auch nichts. Einwurf dann für uns gewesen. Ball gut abgefangen von Jan. Und dann geht's die Linie entlang. Kevin hat Platz, aber der Schiedsrichter pfeift leider abseits. So, jetzt setzen wir den Gegner gut unter Druck, stellen zu. Tor ist leer, Maxi schießt, aber leider zu kurz. So, der Gegner im Aufbau, wir stören wieder gut. Marcio mit der Balleroberung macht die Meter, spielt rechts raus. Der Ball kommt rein, Maxi steht alleine und
Oha, Leo nochmal hochgelegt auf Marcio und da ist dann das 2-1. Kurz vor der Halbzeit, schöner Angriff. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Gut mit Auge gespielt. Aber Torwart kommt raus. Schade. Wieder eine gute Balleroberung von Philipp. Der spielt den Ball auf Kevin. Der zieht ab und ihr hört über den Zaun Geld für die Mannschaftskasse. Ja, Arno spielt rechts raus auf Alex. Doppelpass, leicht versprungen. Aber Leo erobert sich noch den Ball, spielt auf Kevin. Der spielt links raus auf Maxi, aber auch übers Tor. Ja, es war ein guter Test, den Ball oft gut laufen lassen. Da lasse ich den einen stehen. Sehe Leo in der Lücke laufen, steckt durch. Aber der Schiedsrichter pfeift abseits. Na, hier gefährliche Situation. Wolle ist dran. Tor? Nein, der Kollege stand im Abseits. Gegner wieder mit dem Spielaufbau. Wieder gut gestört. Auf Leo. Über den Torwart drüber. 3-1. Doppelpack. Schön den Ball erobert. Schön gespielt. Wir mit dem Einwurf hinten rum bauen auf. Gefährlich in die Mitte. Gegner ist da. Da macht Wolle das wieder gut. Arne hilft auch mit aus. Kein nächstes Gegentor. Da haben wir Glück gehabt. So, Ecke von uns. Kam nicht gut rein. Spielen nochmal hinten rum. Jetzt der Pass durch. Nein, auch geblockt. Lang wieder nach vorne gepölt. Und da muss ich hinterherrennen und hole ihn noch. Kurz noch stehen lassen. Und neu aufgebaut. Der Gegner wieder am Stochern, wir mit zwei Leuten. Erobern jetzt den Ball. Ich lauf los. Spiel raus. Bekomme den Ball wieder. Und jetzt habe ich doch gleich Platz, oder? Oder ich vergesse den Ball. Da wollte ich zu viel. So, 91. Minute, hat noch jemand Kraft? Ich glaube, der Arne hat noch Kraft. Er läuft los und läuft und läuft. Sieht er noch den Maxi? Torwart ist dran. Niklas im Nachschuss und wieder auf dem Torwart. Das kann nicht sein. Das hätte das 4-1 sein müssen. War auch die letzte Aktion. Der Schiedsrichter pfeift ab. Ja, 3-1 gewonnen. Ja. 3-1 gewonnen, das war doch ein erfreulicher Test. Es lief noch nicht alles perfekt, aber auch nicht alles scheiße. So kann es gerne weitergehen, die Woche über trainieren. Sonntag haben wir dann noch ein Testspiel und dann geht auch endlich die Saison wieder los. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, gut Kick!